So Leute, wir sind ja mittlerweile seit ein paar Monaten auf YouTube aktiv. Allerdings ist mir aufgefallen, dass ich euch ja bisher noch nie die Garage gezeigt habe. Jedes einzelne Auto. Und deswegen kommen wir heute zu einem speziellen Video, denn ich werde euch mal wirklich die komplette Garage zeigen. Plus zusätzlich konntet ihr mir ja Fragen auf Instagram stellen. Und ich werde heute versuchen, mehr oder weniger zu jedem Auto eine Frage zu beantworten. Und von daher würde ich sagen, Robert, wir schießen direkt los mit der ersten Frage. Genau, die erste Frage ist nämlich, wo die Einfahrt ist. Wo die Einfahrt ist. Da müssen wir mal hier in die Richtung. Denn es ist so, bei der Garage, sie befindet sich im Untergeschoss. Heißt, wir fahren mit dem Aufzug hoch bzw. runter. Ist eigentlich eine einfachere Lösung, als wenn wir diese klassische Zufahrt haben. Und ja, von daher, mehr gibt es da eigentlich gar nicht zu sagen und wir machen direkt weiter mit der zweiten Frage. Okay, die zweite, ah, warte mal, wenn wir hier schon sind, ich denke mal, da kommen wir später auch noch dazu, oder? Zum Barbecue-Meister? Ja. Ja, Barbecue-Meister 2019, da kommen wir später dann dazu. Wir machen ja jedes einzelne Auto. Ja, dann machen wir das doch so. Also, zweite Frage. Die zweite Frage war, welches Auto die meiste Wertsteigerung hat. Die meiste Wertsteigerung müssten wir eigentlich hier hingehen. Und zwar, eigentlich ist es wirklich so, die Oldtimer sind eigentlich mehr oder weniger die beste Wertanlage, was Autos angeht. Wir haben jetzt hier ein BMW 328. Ihr müsst euch überlegen, das Auto hat früher 12.500 Reichsmark gekostet. Ich kann dir jetzt nicht umrechnen, was das in D-Mark sein soll oder Euro. Auf jeden Fall war es sehr, sehr wenig Geld. Mittlerweile bist du hier, je nachdem, in was für ein Shape das Auto ist, also, sorry, in was für ein Zustand das Auto ist, bist du irgendwo zwischen 1,5 bis 2 dabei. Also das ist schon wirklich heftig. Und vor allem, ihr wisst ja, neuer M3, M4 hat ja diesen komischen Kühlergrill. Schaut mal her, Leute. Hier. 1937 Baujahr, Vorkriegsfahrzeug. Und hier gab es schon diesen Kühlergrill. Und wenn wir jetzt gerade beim Thema Wertanlagen sind, bekomme ich hin und wieder mal die Frage von euch gestellt, was ich zu dem ganzen Thema Uhren halte. Und zwar ist es so, spezielle Autos und spezielle Uhren haben ein Thema gemeinsam. Es sind extrem gute Wertanlagen. Wenn wir zum Beispiel hier schauen, ich trage heute die Rolex Daytona Cosmograph in Roségold. Die Uhr kommt von Chronex. Für die Leute, die Chronex nicht kennen, das ist eine Online-Plattform. Da sind bis zu 7000 Uhren immer sofort verfügbar von 49 verschiedenen Marken. Und der große Vorteil bei Chronex ist, dass jede einzelne Uhr von denen überprüft wird, plus ihr habt 24 Monate Garantie auf jede Uhr. Und dann auch, was ich gut finde, ist, es gibt mehrere Läden in Deutschland, da könnt ihr euch die Uhr vor Ort anschauen, euer eigenes Bild machen und euch dann entscheiden, wollt ihr euch die Uhr zulegen, ja oder nein. Also für die Leute, die da ein bisschen mehr erfahren wollen, der Link ist in der Videobeschreibung, plus es gibt noch einen Code von mir, da könnt ihr euch auf jeden Fall noch ein bisschen Rabatt ziehen. Und ich würde sagen, wir machen weiter mit der nächsten Frage, oder? Ja, genau. Die nächste Frage ist, ob du mit dem Traktor fährst. Mit dem Traktor? Ja. Der da hinten steht. Aber selbstverständlich, das ist ein Güldner Traktor. Ich würde sagen, wir hauen mal den Clip rein. Letztes Jahr gemeinsam mit Mochi und mit Beppe, oder? Nee, alles. Super, danke schön. War das jetzt alles? Mhm. Ja? So, fahren wir wieder rein. Ja, ich glaube schon, ja. Richtig. Oh Gott. Ey. Die Cola, die wird hier nicht halten. Oh nein! Also ihr seht, Leute, selbst der Traktor wird hier häufig bewegt, sei es Offroad, sei es zum McDonald's oder sonst wohin. Und hier kommen wir eigentlich zum nächsten Offroad-Spielzeug, und zwar der G55 AMG, noch der schöne V8-Kompressor. Und was ihr so schön sehen könnt hier vorne, hat noch den schönen Rambock. Den gibt es leider heutzutage nicht mehr. Also gibt es schon, aber ihr bekommt das nicht mehr zugelassen. Hier beim G55 schon noch, und der Klang ist halt schon wirklich brutal von der G-Klasse. Dann kommen wir zu meinem Rennwagen von früher. Und zwar ist das ein Formel-3-Fahrzeug. Das ist wirklich extrem, wie spät du bremsen kannst. Du kannst so ein Formel-3-Auto nicht mit einem Porsche Cup-Fahrzeug oder hier zum nächsten mit dem Lamborghini Huracan vergleichen. Allerdings hier, das ist für mich einfach heftig. Lamborghini Huracan
Super Trofeo. Gab es dazu eine Frage? Ja, genau. Und zwar, wie viel PS das gute Ding hat. Also es ist so beim Super Trofeo, je nachdem in welcher Klasse und so weiter, das ist immer schwierig zu sagen, serienmäßig hat ein Huracan Super Trofeo 620 PS. Hier durch das, dass ich nicht in der Rennserie fahre, konnte ich ein paar Veränderungen vornehmen. Er ist dezent lauter geworden. Und was heftig gewesen ist, auf dem Prüfstand haben wir ihn mit 712 PS gemessen, also fast 100 PS mehr und das aus einem 10-Zylinder Sauger. Das ist schon wirklich eine Ansage und es fährt sich einfach sowas von brutal. Und es gibt in der Rennserie, gibt es sonst eigentlich, bei den Rennfahrzeugen gibt es nichts mehr mit einem 10-Zylinder-Saugermotor. Also die Emotionen sind brutal. Und wenn wir von Emotionen sprechen, kommen wir hier weiter, nämlich nochmal eine Stufe höher mit dem schönen V12-Saugermotor. Lamborghini Aventador SVJ Roadster in mattschwarz. Ich glaube, da gibt es mit Sicherheit auch irgendeine Frage, oder? Ja, und zwar die Frage, wie laut das ganze Ding ist. Wie laut das Ganze ist? Ich würde sagen, du haust mal einen Clip kurz rein, oder? Ja. Also Sound ist absolute Endstufe, da kommt nichts hin. Da ist einfach nur Feierabend, aber das ist auch das Einzige, beziehungsweise zwei Sachen kann der Aventador. Was kein anderes Auto kann, weil sonst fährt sich so ein Aventador wirklich nicht so gut. Also beim SVJ geht es noch, weil er schon die Hinterachslenkung verbaut hat, aber sonst ist das Auto viel zu schwer, viel zu groß. Für mich persönlich, ich will gar nicht wirklich schnell in den Kurven damit fahren, aber es ist so, beim Aventador SVJ, weil viele nie verstehen, okay, wieso sind die Aventadors so gut auf der Nordschleife? Die Dinger sind halt auf der Nordschleife perfekt ausgelegt, weil man muss überlegen, wir haben hier ein Single-Clutch-Getriebe, das ist langsam, ja, aber du nimmst auf der Nordschleife so viel Geschwindigkeit mit und deswegen funktioniert hier so ein Aventador. Sonst, wenn du auf eine andere Strecke gehst mit engen Kurven, da kannst du den Kübel wegschmeißen, denn unterm Strich kann ein Aventador genau zwei Sachen. Und zwar, das ist einmal der Look und einmal der Klang. Und da kommt meiner Meinung nach nichts anderes hin. Und genau deswegen finde ich dieses Auto einfach sowas von geil. Und man muss auch dazu sagen, es wird sowas in der Richtung nie wieder geben. Ich meine, Lamborghini hat bestätigt, sie bauen den V12-Saugermotor weiter. Allerdings das Ganze mit Hybrid und ganz ehrlich Leute, mit OPF und dem ganzen Zeug, was da reinkommt, ich glaube, das Ding wird ziemlich zugestopft danach sein vom Klang her. Dann machen wir hier weiter. Eigentlich so das Ultimative. McLaren Senna. Viele Leute fragen mich immer, was ist mein Lieblingsauto hier in der Garage? Ganz ehrlich, das gibt es für mich nicht, denn ich kann den McLaren Senna nicht mit dem Lamborghini Aventador vergleichen oder hier jetzt vor allem der SVJ und genauso nicht mit der BMW Isetta oder mit dem Fiat 500. Allerdings ist es so, McLaren Senna ist für mich immer noch Top 1, was das Ganze auf der Rennstrecke mit Straßenzulassung angeht. Top 2, habe ich ja schon im letzten Video gesagt, ist für mich der GT Black Series. Aber das ist natürlich wieder eine andere Preisklasse. Hier 800 PS, 800 Kilo Downforce, die Optik ist brutal. Das Gewicht, wir reden hier von um die 1300 Kilo, was wir hier Leichtbau alles haben. Und ich bin mir sicher, da gab es wahrscheinlich auch die ein oder anderen Fragen, oder? Welche hast du denn da ausgewählt? Das ist schon fast die traurigste Frage. Und zwar, ob der McLaren Senna wirklich gebrannt hat. Ach so, wegen vorhin hier Barbecue-Meister, oder? Ja, Leute, der McLaren Senna hat tatsächlich gebrannt. Wir hauen mal kurz den Clip rein. Senna brennt! Berger brennt! Alter, der brennt, Alter! Immer Martini Porsche! Ja, Alter, der brennt auf oder Scheiße, Alter. Oh, einer. Ich fürchte, das ist der McLaren Senna mit Gerhard Berger. Da haben wir Scheiße. Heck bei McLaren. Gerhard springt raus. Ja, Leute, also wie ihr euch vorstellen könnt, das war definitiv kein guter Tag für mich.
Wie ist das Ganze passiert? Ganz ehrlich, ich kann es euch bis heute nicht genau erklären. Es war so, es war an dem Formel-1-Wochenende und es war mehr oder weniger eine halbe Stunde vor Formel-1-Start an dem Sonntag beim Rennen. Ich bin das Auto nicht gefahren, geschweige denn bin ich in dem Auto drinnen gesessen. Gerhard Berger, früher der Teamkamerade von Ayrton Senna, ist das Auto gefahren und es war wirklich so, er hat das Auto gestartet und nach 2 Minuten, nicht mal, hat das Ding auf einmal Feuer gefangen. Ich bin in einem anderen Auto drinnen gesessen, bin hier vorbeigefahren an dem, als er gerade gelöscht worden ist, dachte mir so, was zum Teufel ist gerade jetzt passiert und konnte das gar nicht so wirklich realisieren, weil wir sind vorbeigebrettert am Senna und erst dann in der nächsten Runde, als wir langsam vorbeigefahren sind, dann ist mir klar geworden, ach du Scheiße, das Ding hat wirklich gebrannt. Aber wie ihr seht, das Auto steht wieder perfekt da, das Auto funktioniert perfekt und es ist und bleibt für mich einfach das beste Auto, was es auf der Rennstrecke aktuell mit Straßenzulassung gibt. Die ganze Form, schaut euch mal bitte diesen Heckflügel da hinten an. Ja? Wenn du das mit dem Super Trofeo da hinten vergleichst, der ist noch mal breiter, aber das Ding hat Straßenzulassung. Also klar, es ist absolut scheiße, dass das Ding abgefackelt ist, aber man kann es nicht ändern. Trotzdem habe ich nie irgendwie die Lust an dem Auto verloren oder habe auf einmal irgendwo Angst bekommen. Im Gegenteil, McLaren hat das wirklich gut gelöst, das ganze Thema. Und meines Wissens ist auch seitdem kein Senna mehr abgebrannt. Also ich hoffe zumindest. Dann machen wir mal hier weiter. McLaren P1, gab es da eine Frage? Genau, was denn McLaren P1 so besonders macht? Naja, also wenn ich jetzt da schon davor stehe, schaut euch das bitte mal an. Und jetzt müsst ihr mal überlegen, das Auto ist 7 Jahre alt, über 7 Jahre. Jetzt stellst du den neben dem McLaren Senna, du kannst es nicht wirklich vergleichen, die zwei Autos, denn hier ist einfach das Design Perfektion. Wenn ihr euch das Ganze mal hier anschaut, diese ganzen typischen McLaren Details, sei es die Scheinwerfer, sei es hier die Lufteinlässe oder auch wenn wir da hinten schauen, das typische McLaren Logo, und das hat alles seine Funktion. Das kühlt das Getriebe. Wir haben hier so viel Formel-1-Technik verbaut, eigentlich pure Formel-1-Technik. DRS, E-Pass, Einsteins von der Formel 1 übernommen, bedeutet, Heckflügel klappt ab und auf der anderen Seite haben wir nochmal zusätzlich die Elektropower. Also insgesamt über 900 PS, 916 PS. Okay, dann ist es jetzt Zeit, hier den Boost-Knopf zu drücken. Bedeutet, wir haben jetzt die volle Leistung. Und ja, würde ich sagen, jetzt marschieren wir einfach mal durch. Steht er jetzt halt im Race-Modus und mir wird oft die Frage gestellt, wenn du nur ein Auto noch hier in der Garage haben dürftest, welches würdest du nehmen? Es ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Allerdings aktuell glaube ich, der hier, McLaren P1. Von daher, machen wir weiter, oder? Ja, würde ich auch sagen. Dann, was haben wir hier Schönes, Robert? Ferrari F40. Korrekt. Korrekt, die Diva nenne ich sie immer. Also absolutes Biest zum Fahren. Vor allem jetzt hat hier, der wurde ja letztes Jahr, hat er einen schönen Service bekommen. Und da sahen die Turbolader nicht mehr so gut aus. Also auf welche Idee kommt man dann natürlich, wenn irgendwas an den Turboladern fehlt? Man haut neue Turbolader rein und man haut gleich größere Turbolader rein. Serienmäßig glaube ich um die 480 PS, ja, mittlerweile knapp 700. Also ihr könnt euch vorstellen, wenn man das Auto einsteigt, egal ob als Fahrer oder als Beifahrer, du bist definitiv danach durchgeschwitzt.
Ich glaube, der Robert hat da schon ein bisschen seine Erfahrung damit gemacht. Gell? Aber du schwitzt ja eh immer so gern, hast du mal gesagt, gell? Pff, eigentlich schon, ja. Ja. Sehr gut. Gab es eigentlich eine Frage dazu, um Gottes Willen? Ja, natürlich. Also die Frage dazu ist, ob das dein einziger Ferrari ist oder wieso das dein einziger Ferrari ist. Naja, gut. Also hier in der Garage ist es der einzige Ferrari. Allerdings, wer weiß, vielleicht stehen ja irgendwo noch andere rum. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, deswegen, wir machen direkt weiter mit dem nächsten Fahrzeug. Was haben wir da? Haben wir da irgendeine Frage gehabt? 675 LT, die Frage dazu, Was hat er denn jetzt? Jetzt hat er einen Durchhänger. Alles klar. Ich rede einfach weiter. Dazu also, dann lass mal da die Frage einfach aus, wenn du sie nicht findest. McLaren 675 LT Spider in dem schönen Vulcano Rot. Hier Vulcano Rot, da drüben nennt sich das Ganze Vulcano Orange. Unfassbare Lackierung. Das Ding in der Sonne zu sehen, mega, mega geil. Und für mich 675 LT, egal ob als Coupé oder hier jetzt als Spider, ist und bleibt für mich einer der besten Fahrzeuge. Vor allem hier Spider-Version für mich definitiv mein Favorit. Was es angeht, wenn du irgendwelche Ausfahrten machst, nach Italien, nach Österreich, Pässe fahren, es ist einfach sowas von geil. Drückst auf den Knopf, machst das Dach auf, nicht wie beim Aventador, wo du eine halbe Stunde rumtust, bis du die zwei Dinger da oben abbekommst, dann musst du die vorne reinmachen. Ja super, jetzt fährst du nach Italien und hast dein Gepäck dabei. Wo machst du das Gepäck hin, wenn du offen fahren willst? Also, und hier völlig entspannt. Und dann denken auch immer viele Leute, ja, aber so Supercars, die verbrauchen ja so viel. Quatsch. Hier das Ding, über 600 Kilometer. Ich fahre das Ding mit 7 Liter. Wieso? Das Gewicht ist das A und O. Und das hat McLaren hier extrem gut hinbekommen. Performance, Look und so weiter und so fort. Plus, auch nicht zu vergessen, es gibt nur 500 Stück davon. Hier kommen wir auch jetzt zu was Speziellem. Auch ein mega, mega geiles Auto für mich. Absolutes Driftmonster eigentlich. C63 AMG. Black Series, für die, die das letzte Video noch nicht gesehen haben, wir haben ja hier ein bisschen was umgebaut. Seid ihr gespannt, denn da wird es bald absolute Endstufe geben. Also das macht definitiv dem SVJ mal richtig Konkurrenz. Seid ihr gespannt, das wird heftig. Gab es eine Frage da dazu? Dazu nicht, nee. Ah, okay, alles klar, perfekt. Also interessiert keinen das Auto, oder wie? Ja, sehr gut. Ja. Hier, Lamborghini Aventador SV, aber hier gab es bestimmt Fragen dazu, oder? Da auf jeden Fall. Und zwar, was der Unterschied ist zwischen dem SV und dem SVJ? Naja gut, also mehr oder weniger sind es ja die gleichen Autos beim SVJ. Es ist so, wir haben aktive Aerodynamik, wo sich die Flaps vorne bewegen und hinten auch. Plus wir haben die Hinterachslenkung. Das macht das Auto auf jeden Fall deutlich mehr fahrbar, wobei es immer noch, habe ich ja gerade eben schon gesagt, es ist einfach immer noch zu schwer, aber Leute, schaut euch doch bitte einfach nur das Design an. Das ist halt einfach brutal, da steht sowas von scharf da und vielleicht mag ich da jetzt halt ein bisschen falsch klingen, aber ich glaube, wenn in Monaco ein Bugatti Chiron angefahren kommt und dahinter kommt ein SV oder ein SVJ, ich sage euch eins, die ganzen kleinen Kinder, die laufen nicht zum Bugatti, sondern die wollen hier zum Lambo, wenn die Türen nach oben aufgehen. Das ist halt einfach ein Auftreten, was du mit kaum einem anderen Auto hast. Und nochmal, deswegen stehen hier auch zwei Stück, die Emotionen. Du entwickelst mit kaum einem anderen Fahrzeug solche Emotionen. Es ist nicht so schnell. Mit dem E63 von mir, gut, der ist zwar auch ein bisschen modifiziert, da kommen wir dann gleich dazu, da schiebe ich einen Aventador SV an und auch einen SVJ. Aber das ist dir egal. Sobald du in dem Auto sitzt, du willst auch gar nicht ein Doppelkupplungsgetriebe da haben. Single Clutch, das ist nicht unbedingt schnell, aber du merkst jeden Gang. Und das wollen wir doch. Es ist doch scheißegal, ob hier, wie jetzt ein Turbo S. Turbo S ist ein Mega-Auto, ja? Aber für mich zu perfekt. Das langweilt dich irgendwann, weil du willst die Emotionen spüren. Und lieber ist das Auto deutlich langsamer, aber du hast richtig Bock, das Auto zu fahren und du spürst jeden Gangwechsel und du spürst den Motor einfach alles. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Auto. McLaren 675 LT. Da ist es so, ist für mich, bis dann der Senna gekommen ist, war das immer mein Favorit hier auf der Rennstrecke, ist immer noch ultraschnell das Auto
Ich glaube, ich habe auf den Teil um die 10.000 Kilometer rein Rennstrecke drauf. Beziehungsweise ich glaube sogar noch mehr. Also, und auch hier in dem McLaren Orange nennt sich das Ganze. 500 Stück gibt es davon. Chassis Nummer 150. Dasselbe wie beim P1 Nummer, Chassis Nummer 150. Genauso auch beim Senna Nummer 150. Und sowas wird es auch nicht mehr geben in der Richtung. Ich weiß nicht, gab es dazu noch eine Frage? Ja, und zwar, wieso du keinen 765 LT hast. Da kommen wir jetzt dann wieder, da kommen wir jetzt zu dem Thema, wie jetzt hier gerade. Und zwar, da reden wir von schnell. Ich bin ja den 765 LT gefahren von The Setting Crew. Das Auto wurde modifiziert von Novitec, hatte nochmal mehr Leistung, andere Abgasanlage. Hat richtig Bock gemacht zum Fahren. Mega. Vom Fahren in den Kurven alles richtig geil. Aber das Auto sehe ich schon wieder zu perfekt. Plus, wenn du sagst, es gibt nur 765 Stück. Hier 675 LT. Das war die allererste LT-Version, Neuauflage von McLaren. Und ich bin mir sicher, egal ob der Spider oder hier das Coupé, wird irgendwann im Preis steigen. Beim 765 LT, alles was danach gekommen ist, McLaren hat so viele verschiedene limitierte Modelle gemacht, das sinkt. Das sinkt leider. Und deswegen ist es auch für mich so, aktuell, nach dem McLaren Senna kommt für mich aktuell kein anderer McLaren in Frage. Und deswegen ist für mich auch der 765 LT, es ist ein mega geiles Auto, aber für mich ist das Ganze schon zu perfekt und es macht jetzt irgendwo keinen Sinn, wo das Auto dann ja, irgendwo eine gewisse Wertanlage damit hast, weil ich glaube eher, das geht hier nach unten irgendwann mit der Zeit. Kommen wir hier auch jetzt zu einem Auto, ist auch was, was es nicht mehr gibt. Ne? Wird es einfach nicht mehr geben. Das Thema ist vorbei. M3 GTS limitiert auf 135 Stück. Und was haben wir hier? Wir haben den 4,4 Liter V8 schöner Saugermotor und das fährt sich einfach so geil. Das ist ein bisschen ähnlich wie beim C63 Black Series. Du kannst mit dem Ding sowas von Mörder querfahren. Und wenn ihr auch euch den Innenraum anschaut, die Schalensitze und alles, das ist alles ganz nackt gehalten. Da ist gerade mal ein Radio drinnen. Du konntest genau zwei Sachen bei dem Auto auswählen damals, konfigurieren. Willst du ein Radio? Ja oder nein? Willst du eine Klimaanlage? Ja oder nein? Und mehr brauchst du auch nicht. Das Ding ist für die Rennstrecke konzipiert, mehr brauchst du nicht. Und wenn wir dann hier zum M4 GTS kommen, ist für mich auch ein sehr, sehr geiles Auto. Es gibt nur 700 Stück, aber da ist es dann schon weitergegangen. Wir haben da drinnen einen Navi, wir haben Parksensoren und den ganzen Schmarrn, den du eigentlich nicht brauchst, wo du sagst, du baust so ein Auto eigentlich rein, nur für die Rennstrecke. Das Spezielle hier beim M4 GTS zum Beispiel ist auch, hier der Frontspoiler, den können wir manuell ausfahren, extra eben für die Rennstrecke, dass du nochmal mehr Anpressdruck hast. Wir haben hier 500 PS und das Spezielle beim M4 GTS ist, dass wir die Wassereinspritzung haben. Bedeutet, der Motor leistet einfach nochmal mehr PS, ohne dass du irgendwie ein Chip-Tuning oder sonstiges machen musst. Und dann gab es auch hier damals noch spezielle Carbonfelgen mit dazu. Das macht das Auto nochmal leichter. So, und jetzt kommen wir eigentlich so zu... Ja, aber bevor wir weitergehen... Ach so, ja scheiße, sorry, wir müssen ja Fragen beantworten. Ja, um Gottes Willen, das tut mir leid. Und zwar, ob dir der M3 GTS besser gefällt oder der M4 GTS besser gefällt? Puh, das ist echt eine schwierige Frage. Also man, ich würde mich fast für den M3 GTS entscheiden. Das ist zwar ein bisschen langsamer... Aber ich meine, schaut euch das mal an, das steht hier so zeitlos da und allein den Aufwand, den BMW damals damit betrieben hat, den Motor aufgebohrt von 4 Liter auf 4,4 Liter, das ist halt schon echt geil. Und was ich halt einfach hier an dem Auto besser finde als beim M4 GTS, ist, dass es eigentlich nur nackt ist, ja, das, was du für die Rennstrecke haben willst. Du willst den ganzen Schmarrn mit Radio, Navi und so weiter, willst du eigentlich gar nicht unbedingt haben. Nichtsdestotrotz, also ganz ehrlich, M4 GTS in der mattgrauen Lackierung steht halt unfassbar da. Ja.
Aber jetzt darf ich jetzt wieder weitermachen. Ja, jetzt darfst du wieder. Du musst mich immer unterbrechen, weil weißt du, wenn ich einmal hier im Flow bin, ja, dann hörst du nicht mehr auf. Dann geht's rund, dann ist kein Ende in Sicht. Und deswegen, wir kommen hier jetzt zu einer meiner Favoriten in der ganzen Garage. Fiat 500. Ja. Und das Spezielle an dem Auto ist, da muss ich jetzt halt hier mal einsteigen, weil ich finde, das ist immer ein ganz wichtiges Thema. Wenn man sich so einen Fiat 500 zulegt, dann braucht ihr genau eine Sache. Und zwar, jetzt haltet euch mal kurz fest. Bist du bereit, Robert? Ich bin immer bereit. Also dann. Ja, also wie gesagt, das ist ein ganz wichtiges Thema, was man beim Fiat 500 braucht. Plus natürlich, der Koffer hinten darf auch nicht fehlen. Ich liebe das Ding einfach. Du fährst im Sommer damit rum, machst hier oben das Dach auf. Es ist einfach sowas von geil. Und ja, würde ich sagen, jetzt gehen wir mal auf die andere Seite rüber. Ah, übrigens, für die Leute, die fragen, wieso kommt eigentlich nie was mit Motorrädern? Seid ihr gespannt, wir sind da gerade in der Planung, wie wir da euch ein bisschen mehr Content liefern können, weil klar, hier Ducati Superleggera, die Pangiale, glaube ich zumindest, oder? Pangiale. Panigale. Ja, so ist es, so ist es richtig gesagt, limitiert auf 500 Stück. Ja, mehr kann ich euch dazu eigentlich auch nicht sagen, aber ich weiß auf jeden Fall, das Ding ist brutal schnell. Das Ding ist brutal schnell, da gab es damals ein Video, McLaren P1 gegen 918 Spider, gegen hier, gegen die Superleggera und das Ding hat halt einfach mal ein P1 und 918 aber sowas von zersägt, dass da war es vorbei, da war es wirklich vorbei und da kommen wir zur nächsten Rennsemmel und zwar zur Renni-Rennsemmel, die BMW Isetta. Was ist das Spezielle an der BMW Isetta? Und zwar hier, dass das Lenkrad an der Tür ist. Ihr müsst euch mal vorstellen, damit sind die Leute früher in Urlaub gefahren. Die sind damit, sind einfach in Urlaub gefahren, nach Italien, sonst wohin. Damit bist du früher mit Emilia das Rennen gefahren. 1000 Meilen, einfach so. Und was mache ich? Ich hole das Ding ab, ja. Und die Tür war leider noch nicht so richtig zu. Ich stand an der Ampel und es ging bergab um die Linkskurve rum. War kein gutes Gefühl. Ich fahre um die Kurve rum. Und auf einmal geht die Tür auf. Und nur noch, ich bin dem Lenkrad nur noch so hinterhergelaufen. Geschichten aus dem Paulanergarten. Also entspannt war was anderes. Hier kommen wir jetzt zum entspannten Auto. BMW Z8. Bekannt aus dem James Bond Film. Welcher Film ist denn das gewesen? Puh, da fragst du mich Sachen. Ja super, ich weiß es nämlich auch nicht deswegen. Klassisches Silberrot, zeitloses Auto. Zeitloses Auto, wunderschön. Sind wir auch wieder bei dem Thema, sowas wird nicht mehr gebaut, sowas in die Richtung wird es einfach nicht mehr geben. Auch eine extrem gute Wertanlage und da kommen wir jetzt halt hier weiter. Und zwar, den werden jetzt einige von euch gar nicht unbedingt direkt erkennen, werden einige denken, ja, das ist halt ein M3 Limousine mit so einer speziellen Lackierung. Bekomme ich immer mal wieder so von Leuten erzählt. Nein, das ist der BMW M3 CRT. CRT steht für Carbon Racing Technology. Wir haben ein spezielles Carbon im Innenraum verbaut, eine spezielle Carbon-Motorhaube und wir haben hier nur 67 Stück. Plus, habe ich euch nie gesagt, habt ihr nie gehört, ne? Robert, du cuttest es ja eh wieder raus. Ja, natürlich. Der M3 CRT hat ja denselben Motor wie der M3 GTS drinnen. Aber das Ding, Viersitzer, ist schneller gewesen auf der Nordschleife als der M3 GTS. Aber ich habe es nicht gesagt, Vor allem das Geile ist, das blenden wir mal kurz ein, wir haben hinten sogar auch noch Schalensitze, also ähnlich wie beim M5 CS. So, dann machen wir weiter. Jetzt kommen wir zu meinem Daily. Hier steht normalerweise eigentlich der McLaren SLR 722, limitiert auf 150 Stück. Aber wie es so ist, könnt ihr euch vorstellen, dass die Autos hin und wieder zum Service gehen und deswegen, SLR ist gerade im Service, Stirling Moss ist gerade zurückgekommen. Gab es dazu eine Frage? Ja, und zwar was dein Daily ist, aber... Ja, gut, dann habe ich die Frage ja eh schon beantwortet. Hast du selber beantwortet. Genau, AMG E63S umgebaut auf 840 PS. Auch noch wichtig zu sagen, es ist die Edition One. Edition One wird nur ein Jahr lang produziert. Wir haben hier eine spezielle mattschwarze Lackierung,
nicht eine Folierung, sondern eben das ist komplett lackiert und innen drinnen die typischen Edition One Details und es ist für mich mein bester Daily. Da kommt einfach nichts hin, da kommt kein RS6 hin, da kommt kein M5 hin. M5 CS, ja, definitiv, muss man ganz ehrlich sagen, der M5 CS ist auf der einen Seite komfortabler, auf der anderen Seite aber auch sportlicher, schneller. Nichtsdestotrotz, der Innenraum, da kommt BMW, Audi nicht hin. Hier bei Mercedes, mega, mega geil mit den Screens, Sound, Agrapovic, komplette Anlage drauf. Und du kannst halt tiefenentspannt fahren, ja, machst Zylinderabschaltung, Vierzylinder, fährst ja auch easy entspannt und auf der anderen Seite, wenn du die Power brauchst, 840 PS, 1100 Newtonmeter, 2,8 Sekunden, 0 auf 100, 350 km/h haben wir auch schon mal drauf gehabt. Also das ist schon brutal, was da vorwärts geht. So, dann kommen wir jetzt halt hier zu einem sehr speziellen Fahrzeug und zwar der Mercedes McLaren SLR Stirling Moss. Und ich könnte mir vorstellen, da gab es wahrscheinlich auch irgendwo eine Frage, oder? Ja, genau. Ob stimmt, ob der Stirling Moss abgebrannt wurde oder einer davon. Ja gut, der jetzt halt nicht. Also nur weil der McLaren Senna jetzt abgebrannt ist, muss jetzt nicht unbedingt noch ein Auto abbrennen. Ja, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Aber ja, das stimmt. Es ist ein Stirling Moss abgebrannt. Was heißt, er ist abgebrannt? Also es war so, das Auto wurde geklaut. Es gibt hier nur 75 Stück, das muss man auch dazu sagen. Und dann ist denjenigen aufgefallen, oh shit, wie können wir das Auto eigentlich verkaufen? Weil auf Mobile oder so, wenn du das Auto reinstellst, weißt du sofort, wo das Auto ist. Ne? Und ja, also auf welche Idee sind die gekommen? Sie haben das Auto auf ein Feld gefahren und haben es in Brand gesetzt. Dadurch gibt es nur noch 74 Stück, wobei auch die ein oder anderen verunfallt sind. Man weiß es nicht so richtig, wobei ich denke, dass es mittlerweile keine 70 Stück mehr gibt. Und ich meine, schaut euch das mal an, das ganze Design, du hast keine Scheibe, das ist halt einfach abnormal, was dort damals, was sie mit dem Auto hier gemacht haben. Und es ist ja eben eigentlich bekannt geworden durch den legendären Sir Stirling Moss, der leider vor ein paar Jahren von uns gegangen ist, der die Mille Miglia damals gewonnen hat. Und dadurch ist das Ganze hier entstanden. Und ja, sowas ist natürlich auch ein Thema. Mercedes, McLaren Kooperation, denke ich nicht, dass es sowas in Zukunft nochmal geben wird. Aber wer weiß, wird sich dann herausstellen. So, dann kommen wir jetzt halt hier zu einem unglaublichen Monster. Und zwar der neue AMG GT Black Series. Für die Leute, die das Video noch nicht gesehen haben, wir hauen einmal den Link rein. Das Auto wurde ja umgebaut. Seid ihr gespannt? Da wird auf jeden Fall auch jetzt sehr, sehr bald was kommen, wenn wir mit dem Ding ordentlich Gas geben werden. Das wird heftig. Das wird richtig, richtig heftig. Serienmäßig 730 PS, jetzt 860 PS. Also könnt ihr euch vorstellen, da geht schon serienmäßig richtig was vorwärts. Aber jetzt halt so ist das eine brutale Ansage. Ich könnte mir wahrscheinlich vorstellen, dass jetzt noch eine Frage da dabei ist, oder? Ja, richtig. Ob du den GT Black Series besser findest oder den GT2 RS? Naja, ich habe es in dem einen Video ja gesagt, ich bin ja den GT Black Series auf der Nordschleife ja letztens gefahren. Auch für die Leute, die das Video noch nicht gesehen haben, hauen wir auch einmal den Link rein. Das solltet ihr euch wirklich reinziehen, das war echt, echt geil. Und da habe ich festgestellt, der GT Black Series gibt dir einfach nochmal ein besseres Selbstvertrauen als der GT2 RS. Und die Aerodynamik hier bei dem Auto, wie dich das wirklich auf die Straße klebt, das war für mich das Faszinierende, auch Bremsen und so weiter und so fort. Du kannst das Auto nicht mit dem GTR oder auch nicht mit dem GTR Pro vergleichen. Die Leute wundern sich immer, ja, wieso ist das Ding fast doppelt so teuer wie ein GTR? Ganz ehrlich, Leute, das ist eine komplett andere Dimension. Das ist dasselbe, wie wenn du den GT3 RS mit dem GT2 RS vergleichst. Das ist nochmal eine ganz andere Liga von der Leistung her und auch generell die ganze Performance jetzt hier. Haben wir ja die Project One Edition. Bedeutet was, Robert? Project One Edition bedeutet, ich glaube, das Auto kriegen nur Leute, die auch den Project One irgendwann mal bekommen, oder? Ja, genau, so hast du das eigentlich richtig beantwortet. Also AMG Project One, für die Leute, die nicht wissen, was das ist, wir hauen einmal kurz ein Bild von dem Auto rein. Pure Formel 1 Technik, Formel 1 Motor ist da verbaut und leider hätte das Auto ja schon vor ein paar Jahren ausgeliefert werden sollen,
Aber dank der EU mit den ganzen neuen Richtlinien, die ganzen Gesetze, die sich verändert haben, hier OPF, überall OPF, das, ist es so, dass selbst bei so einer Kleinauflage von nur 275 Stück, und wir reden von ungefähr nur 70, 80 Fahrzeuge in Europa, musste Mercedes das komplette Auto neu entwickeln. Denn ich brauche ich das nicht verzählen. Haust du in so ein Auto ein OPF rein, hast du komplett andere Temperaturen. Und das in dem Formel-1-Motor ist das nochmal total ein Unterschied. Ich denke, wenn da ein anderer Hersteller dahinter stehen würde, wäre dieses Auto schon längst eingestellt worden. Denn das war für Mercedes schon von Anfang an rein Marketing. Wir wollen ein Auto bringen für die Straße mit einem Formel-1-Motor. Und ich finde das wirklich gut, dass Mercedes da voll dran geblieben ist, AMG. Und ja, es ist auf jeden Fall bald soweit. Und seid ihr gespannt, da wird es auch demnächst irgendwann mal ein Update geben. Und hier kommen wir zum nächsten Kandidaten. Was haben wir da? Porsche GT3 RS. Ja, richtig. Gab es da eine Frage oder nicht? Ach, ob es da eine Frage gab? Ja. Ja, richtig. Und zwar, ob du den GT2 RS besser findest oder den GT3 RS. Puh. Gut, ich habe es ja gerade schon gesagt, du kannst einen GTR mit dem GT Black Series nicht vergleichen, genauso kannst du einen GT3 RS nicht mit dem GT2 RS vergleichen. Es ist auf jeden Fall so, GT3 RS gibt dir extreme Emotionen. Der schöne Flat 6 Saugermotor, 500 PS hier beim 991, ist vom Fahren einfach sowas von geil. Und ich meine, ich habe 13.000 Kilometer mittlerweile drauf und davon eigentlich fast nur Rennstrecke. Ist für mich immer noch einer der besten Autos. Ganz ehrlich, es macht so viel Spaß zum Fahren. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, GT3 RS, das ist zu langsam. Nein, Leute, scheppert erstmal eine ordentliche Zeit auf einer Rennstrecke hin, denn das ist schon nicht so ohne zum Fahren. Und für mich einfach Porsche 991 GT3 RS, unglaubliches Monster. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich könnte mich wirklich nicht entscheiden, denn wenn wir jetzt hier zum GT2 RS kommen, das ist einfach anders zum Fahren. Ultimatives Biest, 700 PS. Wobei hier haben wir ein bisschen was noch an der Abgasanlage gemacht und Leistung bedeutet, wir haben hier um die 810 PS jetzt. Und das ist schon wirklich eine Ansage. Von der Leistung her brutal und die ganze Performance, es ist halt ein unglaubliches Biest zum Fahren. Also hier, das ist geil zum Fahren, ja, und das ist schon wirklich anfordernd, ja, das ist wirklich eine Herausforderung mit dem GT3 RS. Aber hier GT2 RS, unglaubliches Monster zum Fahren. Und hier haben wir eine spezielle Lackierung, Paint-to-Sample-Lackierung, gibt es so beim GT2 RS nur 3 Stück. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter, gehen wir mal zum nächsten Auto. Was kommt denn jetzt als nächstes? Ach so, übrigens, stimmt, dürfen wir ja auch nicht vergessen. Hier, meine Motorräder. Also damit, Leute, habe ich das Motorradfahren gelernt. Baby fährt mit, selbstverständlich, ja. Und hier irgendwann ging es dann weiter zur Motocross-Maschine. Und ja, hier irgendwann ging es dann weiter zum Quadbike. Hat dementsprechend auch schon ein paar Kampfspuren hinter sich. Aber dazu müssen wir jetzt nicht weiter was sagen. Ja, Robert, was stehen denn noch für Fragen an? Ja, die nächsten Fragen sind auf jeden Fall, wie dir der e-tron bisher gefällt. Der e-tron? Ja. Wie der mir gefällt? Ja. Schaut euch mal bitte die Optik an. Also ich meine, es gab zuvor noch nie einen Audi hier in der Sammlung und es ist das erste Elektrofahrzeug vom Design her ultimativ. Also ich meine, ich fahre jetzt das Auto seit gut einer Woche, zwei Wochen. Und was ich jetzt schon sagen kann, Leute, es ist für mich das beste Auto in der Stadt. Wirklich. Das ist so entspannt zum Fahren. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, mit dem E63 in die Stadt fahren, möchte ich gar nicht mehr. Weil hier mit dem e-tron, das ist so entspannt zum Fahren. Aber ich habe es ja schon gesagt im Video, es wird sich jetzt herausstellen, wie sich das Ganze entwickelt. Jetzt über die nächsten Monate, wenn wir mal wirklich lange Strecken fahren, gell, Robert, wir zwei wieder zusammen. Ach, endlich, ich freue mich. Landstraße, Autobahn und da, ich meine, das ist die Zukunft. Aktuell sieht es danach aus, das ist die Zukunft. Und wie ich im Video gesagt habe, ich möchte das für mich herausfinden, aber genauso auch für euch, denn es trifft uns alle.
wie sich die Zukunft entwickelt und ob Elektromobilität wirklich eine Zukunft hat. Und ja, also für mich Design, Performance, gar keine Frage. Mega, mega Auto. Genau, ah, dann kommen wir zur letzten Frage. Ja, Gott sei Dank, weil ich kriege echt keine Luft mehr, ich sag's dir. Die letzte Frage ist auf jeden Fall, welches Auto denn als nächstes kommt? Welches Auto als nächstes kommt? Das können wir eigentlich noch nicht unbedingt verraten. Es soll ja spannend bleiben. Aber nachdem wir eh schon hier stehen, so viel kann ich euch verraten. Und dann machen wir Schluss hier mit dem Video. Genau. Also ich denke, das war hiermit ausreichend gesagt. Und von daher, ja Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann kommentiert das gerne drunter. Dann nehmen wir das fürs nächste Video auf. Und von daher, ich hoffe, euch hat das ausführliche Video gefallen. Ich reiß mir jetzt erstmal den Helm runter und mache mir erstmal eine Heube auf. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder.